Wichtige Durchsage für Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmer. Der Mindestlohn steigt ab 01.01.2020 auf 9,35 Euro. Und welche Ausnahmen gibt es eigentlich? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Der Mindestlohn ist zum 01.01.2020 auf 9,35 Euro gestiegen. Erste Information, wichtig, Anpassen der Arbeitsverträge. Zweite Information, an der Stelle noch einmal, was für Ausnahmen gibt es eigentlich? Und da haben wir zunächst einmal alle, die nicht 18 Jahre alt sind und keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Dort muss man den Mindestlohn nicht beachten. Dasselbe gilt bei Auszubildenden. Da gibt es allerdings auch eine Mindestvergütung. Die beträgt im ersten Ausbildungsjahr 515 Euro und steigt dann prozentual weiter. Der Mindestlohn gilt nicht für Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten der Arbeitslosigkeit, nach der Arbeitslosigkeit. Also wenn die natürlich wieder einen Job haben, während der Arbeitslosigkeit kriegen sie keinen Mindestlohn. Nicht für Praktikanten, wobei da bitte aufpassen, wir unterscheiden zwischen freiwilligen Praktikas und diesen vorgesehenen Schulpflichtpraktikas, Studiumspflichtpraktikas. Die Pflichtpraktikas sind unbegrenzt mindestlohnfrei. Alle anderen Praktikas müssen nach 3 Monaten vergütet werden. Ja? Andersrum, sie sind. Wenn Sie bis zu, Sie können bis zu 3 Monaten ohne Vergütung vereinbart werden. Dauern die länger, müssen Sie natürlich vom ersten Tag vergütet werden. Ja? Also es war jetzt eben missverständlich formuliert. Sie sind nur bis zu einer Gesamtdauer von 3 Monaten als unterhalb des Mindestlohn oder mindestlohnfrei zu vereinbaren. Ja? Diese Generation Praktikum will man eben nicht mehr haben. Ehrenamtlich Tätige ohne Mindestlohn und dann Jugendliche mit dieser Einstiegsqualifikation zur Vorbereitung der Berufsausbildung nach Berufsausbildungsgesetz. Da muss man genau gucken, welche darunter fallen. Ja? Also ganz grob kann man sich merken, immer dann, wenn es jüngere Menschen sind und Auszubildende und, oder in irgendeiner Qualifikation oder Langzeitarbeitslose bzw. Ehrenamtler. Da gelten Ausnahmen. Ansonsten ist der Mindestlohn sehr, sehr problematisch für die Arbeitgeber, wenn sie ihn nicht bezahlen. Das kann sehr teuer werden, also inklusive entsprechender Straf- bzw. Ordnungsgeldverfahren. Und da kann man wirklich nur von abraten. Fehler passieren häufig bei den Bestandteilen, da mache ich nochmal ein extra Video zu, die zur aktuellen Rechtsprechung. Ja, was wird mit einberechnet, das ist so die Frage. Und bei Arbeitsverhältnissen, die nicht angepasst werden, von der Stundenzahl her, wenn dann dadurch plötzlich der Mindestlohn unterschritten wird. Ja, also Beispiel, Sie haben einen 450er gehabt, der eine bestimmte Stundenzahl arbeiten muss, auch nicht mehr als 450 verdienen soll, aber plötzlich durch diese Stundenzahl entweder mehr als 450 verdienen müsste, damit der Mindestlohnanspruch gewahrt ist, oder irgendwie müsste man eine Vertragsänderung machen. Das sind so ein bisschen heikle Geschichten. Dazu werde ich aber nochmal gesonderte Videos machen. Danke für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, ab 01.01. Tschüss.